Sony Interactive Entertainment presents. Naughty Dog. Iron Galaxy. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Uncharted Legend Sea of Thieves Collection. Ja, da können wir jetzt auswählen, und zwar Uncharted 4, A Thief's End oder Uncharted The Lost Legend Sea. Ich habe bis auf den Film noch nichts von dieser Serie, gehört schon, aber ich kenne nichts von der Serie. Was ich sehr, sehr seltsam finde, das schon mal vorweg, warum wir mit dem vierten Teil anfangen und ja, offenbar den fünften auch mit hier drin haben, nehme ich mal an, dass es der fünfte dann sein wird. Und warum wir nicht mit dem ersten Teil anfangen dürfen. Aber gut, es ist heute rausgekommen und ich würde es halt gerne mit euch let's playen. Ich habe schon viel Gutes davon gehört, auch wenn ich als großen Kritikpunkt gehört habe, dass es wohl teilweise sehr actionlastig sein soll, also sprich sehr ballerlastig. Mal schauen, ob wir das so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. Wir werden erstmal den vierten Teil starten. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Auf welche? Ich sehe hier nur Blitzgewitter. So, da hinten sehe ich was. Ihre Boote sind kleiner. Haben Sie! Hab es! Ram endlich! Mann! Ich weiß noch nicht, wo die Insel ist. Das ist, glaube ich, links von uns, oder? Großes Boot! Er hat nicht gesagt, dass ich es nicht rammen soll. Ich war ein bisschen zu schnell. Ja, hallo. Es wäre schön, wenn ihr mal lenken könnt. Das war knapp. Ich gehe mal davon aus, das war so gewollt, ne? Im Motor im Eimer. Was? Drücken Sie B, um in Deckung zu gehen. Halten Sie LT gedrückt und drücken Sie RT, um zu schießen. Fuck.
Y zum Nachladen. Ja. Okay. Wie viel Munition haben wir denn? Welche? Nein, 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 nein! Ich will die. Ich will doch nur die Schiffe haben. Ich sehe die Insel nicht mehr, Jungs. Also, Junge. Rechts von dir! Rechts von mir. Oh, fuck! Da wäre die Insel. Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja. Das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Die Verlockung des Abenteuers, Kapitel 1. Ja, ich würde mich gerne aber mal hier drinnen kurz umschauen. Vor allen Dingen würde ich mal kurz in die Optionen gehen und mal kurz bei den Einstellungen was gucken. So, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich habe am Anfang leider vergessen, die Musik rauszunehmen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder Schwierigkeiten mit der ersten Folge gibt. Von wegen lizenzrechtliche Schwierigkeiten. Sogar bei lizenzfreier Musik habe ich mittlerweile ja schon... Naja, Probleme will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ja, es wird halt alles geclaimed. Ja genau, lauf mal eben einfach übers Bett drüber, kein Thema. Also hier können wir anscheinend nichts machen. Wir sollen tatsächlich einfach rausgehen. Aber ihr kennt das ja, ich schaue mich immer gerne mal um. So, was mich jetzt interessieren würde, ich habe jetzt gar nicht so auf die Namen geachtet. Wir sind jetzt Nathan in klein, wenn ich das richtig verstehe. Und der da hinten ist wahrscheinlich der Kumpel, mit dem wir eben zu tun hatten. Nehme ich mal an. Und hoch und rüber. Oh. Da wahrscheinlich eher nicht. Ziemlich rutschig. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Kann man da, ja, kann man anscheinend hoch. Ich werde mich auch gerade überlegen, ob er jetzt hier, kann er klettern? Ach, da kann er klettern. Ah, ich dachte jetzt unten an dem Kabel, aber so geht's anscheinend auch. Jetzt dachte ich gerade, da steht einer. Ja. Okay, der Kleine ist wendiger, als ich jetzt gedacht habe. Kann man hier runter? Ja, dann käme ich dahin. Hui! Arschbombe. Okay. Steuerung ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was heißt gewöhnungsbedürftig? Nein! Oh, ich dachte jetzt, der stürzt sich jetzt hier in den Tod rein. Ich nehme mal an, dass wir durch die einzelnen... Okay.
Still und leise. Ja, still und leise, genau. Mit dem kann ich mich jetzt aber nicht ducken, schade. Okay, ich denke mal, mitnehmen können wir hier wahrscheinlich eher nichts. Wir müssen einfach durch die Tür, ne? Ist ja auch nicht unsere Aufgabe, letztendlich was mitzunehmen. Oh Gott, die haben noch so eine alte Schreibmaschine hier rumstehen. Habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ja, und nu? Ich denke mal, da muss ich hin, ne? Oh, es ist nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen. In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, Ihnen aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit Ihnen. Okay. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Ich dachte, wir sollten jetzt hier reinlaufen. Ja, lauf. Komm. Ich weiß nicht genau, wohin. Oh, was ist das? Wow. Meine Akte. St. Francis Heim für Jungen. Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtelt hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt und den Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen, doch da hatten sie es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Administrative Unterschrift, Pater Ryan Duffy. Duffy? Duffy, das Bier, oder was? Drehen, man kann es auch noch drehen. Er möchte es nur gerade nicht drehen. Okay, dann halt nicht. Okay, komme ich jetzt hier raus? Natürlich nicht, ist ein Sackgasse, ne? Das heißt, ich muss vermutlich durch die Tür. Wo der Pater gerade durch. Verdammt. Oh, willst du mich verarschen? Wie soll ich denn hier durch? Da hinten steht die Olle. Da ist ein Fenster. Okay. Dreht die sich um? Geht die? Ja, ich wusste, die bewegt sich jetzt. Ich wusste es. Sowas muss natürlich passieren. In dem Moment, wenn ich dahin will. Jetzt macht die sich's natürlich noch gemütlich vor der Tür. Am besten noch schöne Zigarette rauchen oder so. Kein Problem. Nee, jetzt ernsthaft. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Muss ich mir das ansehen? Ja, das weiß ich auch, dass ich zum Fenster muss. Aber wenn die Alte da steht... Los. Bewegung, Schwester. Genau, Bewegung. Ich hoffe, dass der Typ nicht wieder reinkommt, weil er noch irgendwas vergessen hat oder so. Ist das euer Ernst? Die sitzt da so ganz gemütlich und ist eine Zigarette am Rauchen. Hallo? Rauchen ist schädlich. Gerade die Frauen können sich das gerne bei der Nachgeburt angucken, wenn sie mal ein Kind kriegen. Wenn die Dinger richtig, richtig schön schwarz sind, dann habt ihr zu viel geraucht. Das kann ich euch versprechen. Und nein, ich selbst habe keine Erfahrung damit, aber ich habe davon gehört. Meine Nachgeburt war perfekt. Mädel, geh doch einfach von dem scheiß Fenster. Müssen wir hier irgendwas machen eventuell, dass wir die ablenken oder so? Aber ich sehe jetzt nichts aufleuchten. Ich glaube, die Alte, die steht da irgendwie die ganze Zeit, ne? Hallo, ich komme hier aber irgendwie nicht weg. Ich kann ja jetzt schlecht hochgehen in dem Moment. Ja, guck mal weg, vielleicht kann ich dann kurz hochgehen. Nee, dann kann ich mich auch nicht bewegen. Ja, geil, was ist jetzt? Hallo, jetzt kann ich mich gar nicht mehr nach links oder rechts bewegen. Ja, es wird... Oh, jetzt. Ah, endlich. Es bringt mir allerdings nichts, weil sie mich ja sehen wird, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Oh,
Wenn es sicher ist. Das ist aber nicht sicher. Das ist euch schon klar, ne? Wo ist denn jetzt B? Rechte Taste. Nein, beweg dich! Ich kann nichts machen. Ich komme, Vater. Nein! Beweg dich! Du Blödmann! Dein Ernst? Ich komme ja nicht mal raus. Was ist das immer für ein Bug mit der Kante? Ja, geh raus. Los! Also ich kann die Tasten drücken, wie ich will. Ah, jetzt. Oh, was ist das für ein Mist? Wo muss ich denn hin? In die Richtung wahrscheinlich, ne? Da ist der Kleine. Ja, ich komme. Ich hing nur an der Kante fest. Kann ich springen? Holla, die Waldfee. Okay, ich kann springen. Aber nicht mehr da hoch. Aber nicht mehr da hoch. Doch jetzt. Ich muss nach links. Komme aber da nicht hoch. Probieren wir es mal hier. Ah, da gibt es eine Regenrinne. Das sieht gut aus. Ja. Spring doch einfach rüber. Komm, du bist doch so gelenkig. Geschafft. Ja, aber nur fast. Wenn das Ding jetzt hier gleich runterknallt, ist ein Problem. Ich sollte mir angewöhnen, nichts mehr zu sagen. Ja. Okay, hoch, komm. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Es ist draußen. Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Aha. Jo. Guter Sprung. Wir ziehen den Ärger ja förmlich an. Hier. Wieso komme ich da nicht hoch? Weil ich zu klein bin. Na toll. Ich fühle mich hier sehr gemobbt gerade. Moment, jetzt will er mir auf einmal helfen, oder was? Alter Schwede, bist du leicht. Will die Schwester genug zu futtern? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Wie erinnere ich mich? Wir machen jetzt Parkour. Liebe Kinder da draußen, macht das nicht nach. Das ist Pater Duffy. Er ist der einzige nette Kerl hier. Dafür muss man jahrelang durchtrainiert sein. Keine Lust auf Schuldgefühle. Hier lang. Ja, springen wir einfach mal in die Tiefe. Okay. Das war leicht. Komm. Ja, dann geh weg, dann komme ich auch da hoch. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau so. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Und ich? Ein oder zweimal. Tschüss. Hier, komm schon. Du bist dran. Ja, toll. Ich soll A drücken. Ich drück A. Und was macht der? Der springt einmal blöd. LB halten. Quatsch. Ich sollte L1 drücken und nicht L2.
Hallo? Kuckuck. Ich komme hier nicht hoch. Ach so. Stimmt. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Ja, mal nein. Aktuell? Ja, nein. Das hat sich aber nicht gut angehört. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Okay. Ohne Mumm kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Ja, ich hätte es geschafft, wenn er nicht mittendrin stehen geblieben wäre. Nein, nicht. Kein Ding. Bleib bei mir. Der muss aber schon jahrelang Parkour machen hier. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Oh, wir haben bald Mitternacht. Wir müssen wieder zurück. Ich verwandle mich doch um Mitternacht. Was? Oh. Ja, oder so. Ich sollte zwar B gedrückt halten, aber eine Rolle tut's auch. Okay. Ab durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Was wir hier tun? Nö, das ist keine Sünde. Entspricht nur nicht gerade dem Gesetz. Darf ich jetzt mal als Erster, ja? Das ist schön. Wohin denn? Geradeaus oder nach rechts? Ich denk mal da so schräg nach rechts, oder? Wuhu! Oh. Das war jetzt doch die falsche Seite. Brauchst du Hilfe? Hallo? Bruder? Kommst du hoch? Oh! Ups. Ja, toll. Ja. Moment, ich muss links eins drücken. Wieso springe ich denn da runter? Nur weil der Idiot da nicht hochspringen will, oder was? Also nicht hochkommen will. Los. So hoch kann ich nicht springen. Hey, geh einfach um die Ecke. Ich glaube hier rechts, oder? Oh, wenn die Dinger morsch sind, ne? Ich glaube, hier soll ich auch nicht hoch. Bin mir gerade nicht sicher. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Warst du schon mal? Du musst hier dich hoch abrollen. Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, mehr oder weniger. Warum haben die so viele Kreuze oben drauf, wo man sowieso nichts sehen kann? Wo ist der jetzt hin? Ach da. Warte hier und schau mir zu. Also einfach fallen lassen, okay. Okay. Du schaffst das, Nate. Ah, ist doch ein Kinderspiel. Ich meine, für so einen, weiß ich nicht. Zu viel nachdenken. 7-jährigen Jungen, 10-jährigen Jungen, keine Ahnung. Geschafft. Ja, natürlich. Ich würde sagen, wir sind vielleicht so rum die 10. Hier, folge mir. Und er könnte so, keine Ahnung, 14, 16 sein vielleicht? Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Okay. Echt? Ja, echt. Und wenn wir abstürzen? So geht das, Nathan. Okay. Wo müssen wir denn hin? Auf die andere Seite, nehme ich an, oder?
Okay. Wir springen einfach mal. Dann mal los. Hui! Juhu! Okay. Der ist schon da. Na, willst du noch mal eine Runde abhängen? Wie lange halten deine Fingerchen das aus? Voll durch das Gitter gebackt. Okay. Und nu? Achso, okay. Wir sollen hier runter, nehme ich an. Nach dir. Nein. Oh, ich dachte, der springt jetzt. Nein, du sollst runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Hm? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren draußen in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja.